Und zwar herzlich willkommen heute zur Vorlesung Statistik, 26. November 24. Heute schauen wir noch einen Machine Learning Algorithmus, die uns hilft, Statistik anzuwenden. Und zwar, wir lernen heute, wie man Entscheidungen automatisiert. Okay. Die Methodik heißt Entscheidungsbäume. Oder CART. Okay. Wir sind dann in der Lage heute, wenn wir fertig sind, automatisch Entscheidungen zu treffen. Also ein Rechner können wir den nicht numerische Daten geben und er kann uns sagen, anhand von vorherigen Entscheidungen, was wir machen sollten. Okay. Dafür, um dieses Kartenmodell oder Entscheidungsbäume-Modell darzustellen, brauchen wir ein Konzept zunächst mal, hat total zu tun mit der Statistik. Das ist das Konzept der Verunreinigung der Information. Okay. Die Verunreinigung misst die Homogenität einer Datenprobe. Okay. Wenn die Daten in der Probe homogen sind, gehören die Stichproben zur gleichen Klasse. Und die Verunreinigung ist null. Okay. Wir messen die Verunreinigung mit dem Gini-Index. Gini ist ein Mathematiker gewesen, ein Italiener, der das erforscht hat. Okay. Gini-Index hat mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Das ist erstmal die Formel. Ihr werdet sehen nachher, dass die Anwendung sehr einfach ist. Aber erstmal die Formel ist 1 minus die Summe von i1 bis n von p sub i Quadrat. Okay. Wobei p sub i
ist die Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 dafür, dass die Probe zur Klasse gehört. Okay. Das ist jetzt mal abstrakt. Macht euch keine Sorgen. Bald in dem Beispiel seht ihr, dass das sehr einfach ist, beziehungsweise überhaupt kein Problem darstellt. So, der Gini-Index ist ein Maß für die Verunreinigung. Eine Stichprobe und hat einen Wert zwischen 0 und 1. Okay. So, Gini-Index gleich 0 bedeutet, dass die Stichprobe vollkommen homogen ist. Und alle Elemente zur Klasse gehören. Gini-Index gleich 1 bedeutet maximale Verunreinigung. Beziehungsweise Ungleichheit zwischen den Elementen. Okay, das ist erstmal die Theorie, das ist notwendig, das zu erklären. Allerdings, lass uns ein Beispiel ausführlich erklären und dann verstehen wir, worum es geht. Okay? So, stellt euch vor, ihr seid von der Deutscher Fußballverband. Okay? Ihr habt Daten aufgenommen über mehrere, sagen wir mal, Wochen, insgesamt 14 Wochen, über Entscheidung von Schiedsrichter, über ob ein Fußballspiel überhaupt stattgefunden ist, anhand des Wetters. Okay? So, diese Daten sind aufgelistet auf der Tabelle jetzt, was wir hier rechts im Bild darstellen. Diese Daten benötigen wir, um unser Algorithmus abwickeln zu können. Wir brauchen Daten aus der Vergangenheit. Damit können wir
zukünftige Entscheidungen dann unterstützen bzw. treffen. Stellt euch vor, das erscheint vielleicht lange hin, aber stellt euch vor, ihr müsst eine Bachelorarbeit schreiben, ihr geht auf dem Campus hin und ihr nehmt Daten über eine bestimmte Entscheidung, was die Studierenden, eure Kolleginnen und Kollegen halt treffen, zum Beispiel zur Vorlesung zu kommen anhand des Wetters. Ihr nehmt Daten auf und dann habt ihr automatisch eine Vorlage, um euren Entscheidungsbaum aufzubauen. Und somit habt ihr auch Daten, um eure Bachelor-Thesis halt zu unterstützen, quantifizierbar zu unterstützen. So, diese Methodik ist sehr einfach und sehr nützlich. Lass uns sie anwenden. Ziel ist eine Entscheidung zu entscheiden, ob ein Fußballspiel stattfindet anhand verschiedener nominale, also nicht numerische nominale Variablen. In dem Fall sind Wetterbedingungen. Okay. Die Frage in die Prüfung ist ganz einfach. Ich gebe euch eine Tabelle und dann frage ich, bitte Entscheidungsbaum erstellen. Okay? Das ist so ein bisschen die Logik. Okay, damit ihr seht, wie das ausschaut, ich gebe euch gleich die Lösung. Okay, und dann die Erfahrung zeigt, dass so man besser lernen kann, wenn man sieht, in welche Richtung wir gehen. So, den Entscheidungsbaum fängt mit einer Entscheidung. Okay. Entscheidungsvorlage ist hier. Decision, no oder yes, Fußballspiel, je nachdem wie das Wetter, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Wind ist. Die Lösung zeigt, dass das erste Kriterium, um die Entscheidung zu treffen, ist die Vorschau, also Outlook. Und da gibt es drei verschiedene Optionen. Da gibt es die Option sonnig, die Option heiter bis wolkig, Overcast, die Option Regen. Okay. Wenn heiter bis wolkig die Partie findet immer statt, gibt es dementsprechend ein Gini von 0 und deshalb können wir gleich entscheiden. Wenn es sonnig ist, schauen wir auf die Luftfeuchtigkeit. Das ist wie gesagt die Lösung, die wir
gleich in ein paar Minuten ermitteln werden. Wenn es sonnig ist und die Luftfeuchtigkeit normal ist, dann findet die Partie statt, also den Match. Wenn es sonnig ist und die Luftfeuchtigkeit ist hoch, dann gibt es kein Fußballspiel. Wenn es regnet, guckt man nicht auf die Luftfeuchtigkeit, sondern auf den Wind. Und wenn es regnet, gibt es einen starken Wind und dann gibt es kein Spiel. Und wenn es regnet und gibt es einen schwachen Wind, dann gibt es doch ein Spiel. Wird nicht abgesagt. Okay? Das ist die Lösung zu dem Problem. So sieht ein CART oder übersetzt Entscheidungsbaum aus. Okay? So dass, wenn wir am kommenden Sonntag hergehen und der Schiri nach einer Entscheidungsvorlage sucht, wir können dem eine Entscheidungsvorlage geben. Das ist die Entscheidungsvorlage, die uns die Methode gegeben hat. Okay? Ist die Logik verständlich? Wäre nett, wenn ihr irgendwie einen Daumen hoch macht oder irgend sowas. Passt. Gut. Dann, pass auf. Wie kommen wir zu dieser Lösung? Okay? Das ist jetzt die entscheidende Frage. So, wir wollen zunächst mal anfangen mit dem Entscheidungsbaum. Also wir sind hier. Und wir fragen uns erstmal, was ist das Kriterium, was uns besser hilft? Okay? So, wir suchen den ersten Knoten und der erste Knoten hat die geringste Verunreinigung mit dem geringsten Gini-Index. Okay, also minimale Verunreinigung. Okay. So. Schauen wir mal erstmal nach dem Outlook. Okay. Outlook ist ein nominales Merkmal, das heißt, es ist nicht numerisch. Es kann drei Werte annehmen. Sunny, Overcast, heiter bis wolkig, oder
Regen. Okay. Ich hole erstmal die Daten hier nochmal, damit wir sie immer vor Augen haben. Okay? So, das sind erstmal die Daten, die gleiche wie oben. Gut, dann lass uns eine kleine Tabelle machen. Outlook. Und dann Yes, No und Total. So, wenn es sunny ist, wie viele Ja haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal sunny. Total. Wie viel Ja haben wir? 1 und 2 Ja's. Und der Rest sind Nein. Okay, also ich wiederhole. Ich gucke mir da, wo es sunny steht, 1, 2, 3, 4, 5 und dann, wo es nein steht, 1, 2 und 3 und die anderen 2 sind mit ja behaftet. Okay, dann schaue ich auf Overcast. Okay, wenn es Overcast ist, habe ich 1, 2, 3 und 4 insgesamt. Und dann habe ich immer, wenn es Overcast ist, ja, 1, 2, 3 und 4. Okay? Das heißt, es ist immer von allen, wenn es Overcast ist, ist immer ein Ja. Und deshalb ist mein Gini-Index von Overcast 0, weil es total sauber ist, nicht verunreinigt. Wenn es ein Rainfall gibt, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Rainfalls. 5. Und 3 davon sind mit Ja und 2 davon sind mit Nein. Okay. So. Das heißt, insgesamt haben wir 14 Werte. Das wussten wir schon, weil die Tabelle sind halt 14 Werte. So, jetzt bitte aufpassen, okay? So, der Gini Index von Outlook Sunny misst die Verunreinigung von Outlook Sunny ist gleich 1 minus die Summe der Wahrscheinlichkeiten, das heißt 1 minus 2 geteilt durch 5 Quadrat. Diese 2 ist diese 2 und diese 5 ist diese 5. Die Wahrscheinlichkeit von Ja Quadrat minus die Wahrscheinlichkeit von Nein Quadrat. 3 geteilt durch 5 Quadrat. Okay, der 5 ist genau der gleiche und der 3 ist der andere. Okay. Ist das verständlich? Ja. Das ergibt eine Verunreinigung von 0,48. Also halbe halbe wissen wir nicht so genau. Gut. Das heißt, Gini, Outlook Sunny hilft uns nicht viel in der Entscheidung. Aber wenn wir sagen, Gini von Overcast ist gleich 1 minus 4 geteilt durch 4 Quadrat minus 0 geteilt durch 4 Quadrat
Das ergibt einen Gini-Index von 0. Und das ist schon ziemlich cool, weil wenn wir den ersten Knoten Outlook nehmen, dann haben wir gleich eine Entscheidung direkt. Ist immer ja. Okay? Immer, wenn es overcast ist, ist immer yes. So, und das dritte, Gini Outlook. Rainfall ist 1 minus 3 geteilt durch 5 Quadrat minus 2 geteilt durch 5 Quadrat. Das ist wieder 0,48. Okay. So dass die gewichtete Summe von Outlook, und das ist das Kriterium, was wir nutzen, die Verunreinigung von dem Kriterium Outlook ist gleich 5 geteilt durch 14. Ist es 5? Ist das da oben, das Grüne, mal 0,48. Ist 0,48 ist das da. Okay, plus 4 geteilt durch 14 mal 0 plus 5 geteilt durch 14 mal 0,48. Ist es 5? Ist das da? Und ist es 0,48, nicht da, dass wir uns verlieren, ist das da. Okay. Das ergibt, dass der Gini von Outlook ist 0,342. Und diese Zahl müssen wir uns merken, weil diese Zahl ist wichtig, um die Entscheidung zu treffen, welches Merkmal wir als erster Knoten überhaupt auswählen. Okay. Gibt es Fragen? Gut, dann haben wir den Outlook jetzt erstmal analysiert. Dann lass uns die nächste Temperatur okay. Ist auch ein nominales Merkmal. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Hot, mild und cold. Die Daten kopiere ich wieder rein, damit wir hier immer die Daten parat haben. In die Prüfung musste ich sowas nicht machen. Die Temperatur dient dazu, auch eine Entscheidung zu treffen: Yes, No, Gesamt. Dann haben wir Hot, Cold, Mild. Wenn wir Temperatur hot haben, haben wir insgesamt 4. Halbe, halbe, einmal zwei Yes, einmal zwei No's. Okay, also musst du einfach nur hergehen und sagen 1, 2, 3 und 4. Und dann zweimal sind Nein, zweimal sind Yes. Okay. Dann, wenn die Temperatur kalt ist, haben wir auch 4 Elemente. Das ist 3 zu 1. Und wenn die Temperatur mild ist, dann haben wir 4 zu 2. Okay. So, der Gini von Temperatur hot ist gleich 1 minus 2 geteilt durch 4 Quadrat minus 2 geteilt durch 4 Quadrat. Das ist 0,5.
Der Gini von Temperatur Cold ist 1 minus 3 geteilt durch 4 Quadrat minus 1 geteilt durch 4 Quadrat. Das ist gleich 0,375. Der Gini von der Temperatur mild ist 1 minus 4 geteilt durch 2, nee, 4 geteilt durch 6 Quadrat minus 2 geteilt durch 6 Quadrat. Das ist gleich 0,445. So dass der Gini von der Temperatur insgesamt gewichtet ist gleich 4 geteilt durch 14 mal 0,5 plus 4 geteilt durch 14 mal 0,375 plus 6 geteilt durch 14 mal 0,445. Und das ergibt einen gesamten Gini-Index von 0,43. Diese Zahl, wenn wir jetzt vergleichen mit der Zahl 0,342 von Outlook, wir können jetzt sagen, dass Outlook sauberer ist als die Temperatur. Somit hilft uns besser Outlook in der Entscheidungsfindung. Okay? War das jetzt zu schnell? Sollte ich etwas wiederholen? Okay, ich höre nichts. Lass uns die Luftfeuchtigkeit ermitteln. Das ist jetzt high and normal. Okay. Ich hole die Daten wieder damit wir sie immer parat haben. Wie gesagt, sind immer die gleichen, musst ihr nicht in die Prüfung machen. So, die Tabelle erstmal, Humidity. Yes, no, total. High, normal. Okay, so, total sind 7, 3 und 4. Und normal sind es auch 7, 6 und 1. Insgesamt sind es 14, wie gehabt. So, der Gini-Index, die Verunreinigung von Humidity high ist 1 minus 3 geteilt durch 7 Quadrat minus 4 geteilt durch 7 Quadrat gleich 0,49. Und der Gini von Humidity normal ist 1 minus 6 geteilt durch 7 Quadrat minus 1 geteilt durch 7 Quadrat 0,24. Okay. Somit der Gini von Humidity insgesamt gewichtet ist 7 geteilt durch 14 mal 0,49 plus 7 geteilt durch 14 mal 0,24. Und das ergibt ein Ergebnis von 0,367. Immer noch größer als der Outlook mit 0,34. Okay. So, bisher der bessere Knoten ist Outlook. Genau, und dann gehen wir auf dem Thema Wind. Hier haben wir strong or weak.
Okay, holen wir uns auch wieder die Tabelle. Der Wind, yes, no, Gesamt, weak, strong. Das Gesamt sind es 8, yes sind es 6, no sind es 2, 6 mit strong und gibt es 3, 3, also ein Gini von 0,5. Guinea von Wind Week ist 1 minus 6 geteilt durch 8 Quadrat plus, sorry, minus 2 geteilt durch 8 Quadrat gleich 0,375. Und Guinea von Wind Strong ist gleich 1 minus 3 geteilt durch 6 Quadrat minus 3 geteilt durch 6 Quadrat ist 0,5. So, der Gini-Gesamt von Wind ist gleich 8 geteilt durch 14 mal 0,375 plus 6 geteilt durch 14 mal 0,5 ist gleich 0,428. Okay. So, jetzt kommt die erste Entscheidung. Erste Entscheidung. Wir haben die Variablen. Und der Gini, ich fasse es erstmal zusammen. Erstmal Outlook hatte ein Gini von 0,342, das heißt die Verunreinigung ist 0,342. Die Temperatur hatte ein Gini von 0,439, das heißt die Temperatur ist schmutziger als Outlook im Sinne von Information. Dann Humidity 0,367 und der Wind ist 0,428. Okay. So, insofern nehmen wir Outlook als erster Knoten, weil es ist die Entscheidung, die die geringste Verunreinigung darstellt. Hat die geringste Verunreinigung. Und wird als Knoten gewählt. Okay. So, unser Baum sieht folgendermaßen aus. Jetzt Entscheidung. Dann unser Gini ist 34,2 zu Outlook. Okay, und dann müssen wir sagen, Sunny. Overcast und Rainfall. Okay. Wenn wir uns die Daten angucken, Sunny hatte ein Gini von 0,48
Overcast von 0 und Rainfall von 0,48. Das heißt, bei Overcast können wir schon die Entscheidung treffen. In dem Fall ist yes, okay. So jedes Mal, wenn es und warum es yes ist, weil hier steht, vielleicht kann jemand fragen, weil hier steht, dass immer, wenn es Overcast ist, ist immer ja, okay. Gibt es null Nein. Deshalb ist immer yes. Und da ist der Baum erledigt. Hier wissen wir noch nicht, weil der Genie nicht 0 ist, müssen wir weiter eruieren. Okay? So sieht es momentan aus in unserem Entscheidungsbaum. Gibt es Fragen? Soweit. Alles in Ordnung? Jemand Fragen oder einen Kommentar oder so? Jawohl, genau. Ja, das gucken wir uns jetzt gleich an. Jetzt gucken wir uns das hier, okay? Was ist jetzt der nächste Knoten, wenn wir Outlook Sunny haben, okay? Natürlich kann nicht mehr Outlook sein. Es kann jetzt Temperatur, Humidity oder Wind. Aber nur mit Sunny, okay? Und für die andere Rainfall genau das gleiche. Lass uns die gleiche Logik anwenden, okay? So, jetzt machen wir Outlook Sunny und dann schauen wir, welche der anderen drei Temperatur, Humidity oder Wind mit Outlook Sunny den geringsten Gini hat. Okay? Gut, dann gehen wir her, sagen wir Outlook Sunny plus Temperatur. Wie gesagt, wir sind auf dem Trip hier drauf. Wir wollen entscheiden, was ist der nächste Knoten hier, dieses Fragezeichen da. Okay, ich kopiere nochmal die Tabelle. Gut, wenn Outlook Sunny habe ich fünfmal. So, Sunny. Plus Temperatur. Temperatur kann, haben wir gesagt, hot, mild oder cold sein. Oder cool. Okay. Dann haben wir yes, no und total. Total sind es, wenn eine Summe sein von 5. Okay, wenn es hot ist, hot. Habe ich 2 und die sind immer nein, also no. Schon mal ganz gut, der Gini wird 0 sein. Wenn es kalt ist, dann habe ich einmal Sunny kalt ist ja.
Das ist auch ein Gini von 0. Das ist auch nicht schlecht. Wenn es mild ist, dann habe ich 1, 1 und dann 2. So, insgesamt wird eine Summe von 5 werden. Von Fällen, wo es sunny gibt. Okay? Und die Logik ist genau das gleiche. Ich mache den Gini von sunny plus hot. Ist 1 minus 0 geteilt durch 2 Quadrat minus 2 geteilt durch 2 Quadrat gleich 0. Gini von sunny plus Temperatur mild 1 minus 1 geteilt durch 2 Quadrat minus 1 geteilt durch 2 Quadrat, also 0,5. Und der Gini von sunny plus Temperatur cold 1 minus 1 geteilt durch 1 Quadrat minus 0 geteilt durch 1 Quadrat gleich 0. Also der Gini Gesamt von sunny, damit wir nachher mit den anderen Variablen plus die Temperatur vergleichen können, ist 0 mal 2 geteilt durch 5 plus 0,5 mal 2 geteilt durch 5 plus 0 mal 1 geteilt durch 5. Also ein Gini von 0,25. Okay? Sind immer auf diesem Trip hier auf Sunny. Okay, wir wollen wissen, was ist die nächste Entscheidung, das nächste Kriterium, die nächste Variable für die Entscheidung. Gut, dann gucken wir auf Sunny und Humidity. Okay? Sunny, Overcast plus Humidity. Dann haben wir Sunny plus Humidity. Yes, no, total. Ich schreibe noch mal die Tabelle, damit wir hier immer die Daten vor Augen haben. So, es ist sunny und high humidity. Oder, warte. Sunny und high humidity haben wir 0. 3, ein Total von 3 und Sunny und Normal Humidity haben wir Yes 2, No 0, ein Total von 2. Das heißt, da können wir sagen, der Gini-Index von Sunny plus Humidity wird 0 sein. Warum? Weil die Entscheidung ist immer entweder oder. Hier ist es 0. Also ist immer nein oder ja. Das heißt, wir können unsere Suche von Sunny beenden. Wir haben ein Knoten gefunden, der uns eine vollständige Entscheidung geben kann. Okay. Wir können somit die Suche nach dem Knoten mit geringsten Verunreinigungen
beenden. Humidity plus sunny hat einen Gini gleich 0. Okay, so könnt ihr viel Zeit sparen in die Prüfung. Wie schaut es dann aus? Die Entscheidung sieht folgendermaßen aus. Wir haben gesagt, Overcast, sorry, der erste Knoten ist Overcast mit einem Gini von 0,34, glaube ich, 34,2. Dann, nicht Overcast, sag mal, Outlook, hier Overcast, hat einen Gini von 0, somit ist immer mit Yes, okay. Lass uns darstellen, so wie vorhin, sonst kommen wir durcheinander. Overcast. Dann, wenn wir sagen, es ist sunny, es ist sonnig, haben wir ein Gini von 0,4 bekommen, 0,48. Aber die Kombination zu sunny und Luftfeuchtigkeit, Humidity, hat einen Gini von 0. Und somit können wir die Entscheidung treffen, wenn wir eine normale Luftfeuchtigkeit haben, haben wir immer Yes. Wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, haben wir immer eine Entscheidung von Nein. Okay, das sieht man hier. Wenn ich eine hohe Luftfeuchtigkeit habe, habe ich immer Yes. Wenn ich eine normale Luftfeuchtigkeit habe, habe ich immer Nein. Okay. Gibt es Fragen soweit? So sieht unser Entscheidungsbaum momentan. Wenn es regnet, wissen wir noch nicht. So, ich weiß nicht, wer vorhin gefragt hat. Ist die Frage beantwortet? Okay, gut. Alles klar. Gut, dann wollen wir jetzt was machen. Wir wollen jetzt, also wir haben jetzt zwei Knoten herausgefunden. Einmal Outlook, einmal Humidity. Okay. Wir wissen, dass wenn es sonnig ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit gibt, die Partie sollte nicht stattfinden. Wir wissen, dass wenn ein heiter bis wolkig Wetter gibt, sollte immer stattfinden. Aber wir wissen nicht, was passiert, wenn es regnet. Okay? Und uns bleiben jetzt die Temperatur und der Wind als Kriterien. Lass uns herausfinden, welche von den Rainfall, Outlook Rainfall und Temperatur oder Outlook Rainfall und Wind, welche von den beiden den geringsten
Guinea hat. Okay? So, jetzt sind wir auf dem Trip hier. Okay? Lass uns, wie gesagt, herausfinden, Outlook. Rainfall plus Temperatur. Dann Yes, No und Gesamt. Die Daten kopiere ich zum n-ten Mal. Überhaupt kein Problem. Okay, habt ihr immer parat. Outlook ist Rainfall. Temperatur kann kalt sein oder mild. Dann müssen wir einfach nur zählen. 1, 1, 2 und 2, 1, 3. Insgesamt haben wir 5. So, der Gini für Rainfall plus Temperatur kalt ist Nee, das passt nicht zusammen. Ich habe etwas vergessen. Der Vollständigkeit halber, also ist es richtig, aber ich brauche hier auch Hot. Okay. So, das war jetzt 1, 1, 2, 2, 1, 3 und wenn es hot ist und Rainfall, gibt es 0. Okay. Deshalb hatte ich es nicht drin. So, der Guinea für Rainfall. Plus Temperatur kalt ist 1 minus 1 geteilt durch 2 Quadrat plus 1 geteilt durch 2 Quadrat 0,5. Halbe halbe 1, 1, deshalb 0,5. Also wissen wir nicht. Rainfall plus Temperatur mild. Gleich 1 minus 2 geteilt durch 3 Quadrat minus 1 geteilt durch 3 Quadrat. Das ergibt 0,44. Das heißt, der Gini insgesamt von Rainfall plus Temperatur ergibt 2 geteilt durch 5 mal 0,5 plus 3 geteilt durch 5 mal 0,44 gleich 0,467. Okay? Und diese Zahl sollten wir im Kopf behalten. Gut. Dann lass uns Outlook Rainfall. Plus Wind machen. Yes, no, insgesamt. So, Rainfall immer und dann weak und strong. Das ist 3, 0, insgesamt 3 oder 0, 2, insgesamt 2. Okay, was ist? Wir haben hier wieder den Fall, wo Guinea von Rainfall plus Wind hat einen Guinea-Index von 0. Okay? Und somit haben wir auch unsere Suche beendet nach dem Knoten. Wir können dann die vollständige
Entscheidungsfindung, Entscheidungsbaum liefern, nämlich wir haben einen, Entschuldigung. Wir haben einen ersten Knoten mit Outlook und einen Gini von 0,342. Dann dieses Outlook liefert drei mögliche Optionen. Einmal Overcast, was immer zu Yes führt. Okay. Weil der Gini ist 0, dann Sunny mit einem Gini von 0,48, wo wir immer noch keine Entscheidung treffen können, das ist Humidity. Okay, das ist dann normal. Bei normaler Humidity können wir, also sind Gini von 0 kombiniert mit Sunny. Und bei hoher Luftfeuchtigkeit haben wir einen Gini von auch 0. Und somit können wir sagen, dass wir können gleich unsere Suche beenden. Wie gesagt, das ist dann Yes or No. Okay, bei Rainfall war die letzte Entscheidung. Haben wir herausgefunden, dass der Wind uns das Leben einfach macht. Dann sagen wir mal, haben wir einen schwachen Wind, auch mit einem Gini von 0, wo steht Yes, und einen starken Wind, wenn es regnet und der Wind ist stark, haben wir dann Nein. Und das ist unser Entscheidungsbaum. Okay? Gibt es Fragen? Das ist Statistik angewandt. Das ist Machine Learning. Das ist, was ihr bei mir lernt. Okay? Also total zukunftsorientierte Themen. Nur wir entmystifizieren die in Anführungsstrichen Welt der künstlichen Intelligenz mit Hilfe der Statistik. War das jetzt schwer, einfach? Wie könnt ihr das einschätzen? Ich würde gerne in Dialog treten. Tut mir auch furchtbar leid, dass wir jetzt nicht vor Ort sind. Wie habt ihr das empfunden? Möchtet ihr was wiederholen? Diese Kiste macht Python in zwei Linien Code, okay? Das ist halt überhaupt kein Thema. Gibt es einen Befehl und dann kriegst du das gebacken.
Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr zu Hause ein bisschen übt. Okay, so, du wünschst dir ein praktisches Thema. Ein Beispiel, fiktiv, okay? Beispiel zum Üben. So, der eine oder andere oder die andere hat eine Beziehung. Wohnt in Wohngemeinschaft mit der Freundin, Freund, Partner, Partnerin, whatever, was ihr euch halt wünscht. Okay, stellt euch vor, geht es hier um Sex. Also ich meine, praktischer geht es nicht. Sex ja oder nein? Okay? Was sind die Kriterien? Wir haben jetzt mehrere Pärchen abgefragt und über verschiedene Wochen, okay? Wir haben jetzt, sagen wir mal, 10 Wochen. Abgefragt oder 10 Pärchen abgefragt und die Kriterien sind wie folgt. Warte. Okay, so, stellt euch vor, wir hier, wie gesagt, eine WG oder ein Pärchen, die wohnen zusammen, könntet ihr sein, die Wohnungsbeschmutzung. Stark. Starke Beschmutzung, schwach oder sauber. Ich mache jetzt die Daten aus, okay, hat jetzt nicht mit Wirklichkeit zu tun, aber mein Ziel ist, dass ihr die Kiste übt, okay? So, die Wohnungssauberkeit hat einen Einfluss auf die Entscheidung oder sinnvolle Gespräche geführt. So fühlt man sich in dem Paar zugehört. Sinnvolle Gespräche. Kriterien sind oft, selten, oft. Selten, oft, selten und oft. Nur zwei Möglichkeiten. Okay. So, nächstes Kriterium. Das Fitnessniveau. Fitnessniveau finde ich den Partner oder Partnerin attraktiv
oder nicht, hoch, gering, hoch, mittel, hoch, hoch, mittel, gering, gering, hoch. Okay. Und das vierte Kriterium können wir sagen, jetzt der Mond, wie steht der Mond, ist voll, wie sagt man, wachsend, oder? Wachsend, voll, schrumpfend, voll. Wie sagt man, wenn es keinen Mond gibt? Wie sagt man es in Deutsch? Könnt ihr mir helfen? Hallo? Gibt es überhaupt jemanden da? Keine Hilfe. Okay, dann suche ich selber. Neumond heißt es. Ja, abnehmend. Ja, okay, abnehmend. Danke. Abnehmend. Und hier neu. Neu. So, das sind die Kriterien und dann die Entscheidung. So, Sex in dem Paar, weiß ich nicht, ja, nein, ja, nein, ich weiß nicht, was rauskommt, okay? Es geht einfach nur darum, dass ihr übt, nein, ja, oh nein, okay? So, das sind unsere Daten, unsere Befragung. Okay. Und Markus, bist du noch da? Erscheint es dir praxisnah genug? Ja, also ich meine es witzig, aber stell dir vor, alle Führungskräfte und ihr seid die Führungskräfte der Zukunft. In 5, 6, 7 Jahren seid ihr an der Leitung von einer Abteilung, okay, mindestens. Alle Führungskräfte müssen täglich hunderte von Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen sind komplex. Die sind nicht A mal B mal C, okay? Sie hängen von vielen Faktoren ab, die nicht immer quantifizierbar sind. Okay? Ich muss eine Investition betätigen in China oder in meinem Werk muss ich die Maschine rüsten oder. Okay? Und nicht immer kann ich das Ganze mit Zahlen quantifizieren. Manchmal habe ich nur stark, schwach, sauber, oft, selten, hoch, voll, wie auch immer. So Kriterien, die sind halt ein bisschen schwammig. Okay? Und vor allem sind viele Kriterien, die auf einmal stattfinden, passieren gleichzeitig. Einmal Wohnungsbeschmutzung stark, sinnvolle Gespräche oft,
Also die Wohnung ist nicht sauber. Also nehmen wir uns den ersten, okay? Die Wohnung ist nicht sauber. Die sprechen aber oft über sinnvolle Gespräche. Die haben hohes Fitnessstudio und der Mond ist voll. Und die Schlussfolgerung ist, dass sie halt Sex gehabt haben an dem Abend. Okay? Und das über 10 Elemente. Daraus entsteht ein Entscheidungsbaum, die beschreibt unsere Population. Je mehr Daten wir haben, desto besser. Diese Methode ist total, total effektiv, wenn ihr in der Führungsrolle seid. Okay? Alles hilft euch, Entscheidungen zu treffen. So, jetzt versuche ich hier einen Screenshot zu nehmen. So, Markus, überzeugst dich dir, dass es hier ein bisschen schon praxisorientiert ist? Genau, ja, ganz genau. Stell dir vor, du musst deine Bachelorarbeit schreiben und du hast keine Daten, aber du bist bereit, eine Umfrage zu stellen über eine Webseite, schickst diese Umfrage an 500 Studierende und du kriegst da, keine Ahnung, 50 Rückmeldungen. Mit diesen 50 Rückmeldungen kannst du wunderbar mit einer Linie Python-Code einen Entscheidungsbaum erstellen. Und du hast schon deine Bachelorarbeit mehr oder minder erledigt. Zumindest die quantifizierbare Seite ist schon erledigt. Verstehst du? Du hast ein paar Fragen erstellt, schickst es an die Hälfte der Welt, du kriegst vielleicht 10% Rückmeldungen. Am Ende, mit einer Zeile Python-Code, kriegst du deinen Entscheidungsbaum mit dem Gini, mit allem drum und dran geliefert. Machst du ein bisschen Diskussion drüber, mit Hilfe von dieser Vorlesung von heute, und du hast deinen Bachelor, deine Auswertung bereits erledigt. Andere Studierende, die diese Methode nicht kennen, sind vielleicht verplempern einen Monat, okay, mit Excel und was weiß ich alles. Lass uns ein Beispiel machen hier und dann verlasse ich euch, weil mir tut halt den Schulter total weh hier in der Sitzposition. Ich wollte halt die Vorlesung nicht absagen, weil wäre halt total doof gewesen jetzt in dieser Phase. Aber lass uns den ersten Beispiel machen. So, das sind unsere Daten. Lass mich das croppen, damit wir. Genau. So, zur Sache kommen. Ja, ich glaube, man sieht das ganz gut da. Okay. So, lass uns jetzt den Gini, den ersten Knoten entscheiden. In Gini. Also von stark. Na, Scheiße. Jetzt habe ich falsch getippt. So, Gini, Wohnung, Beschmutzung. Okay. Wir haben Beschmutzung. Ja, nein, total. Einmal stark, 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 stark. Also viermal stark. Davon
waren es zweimal, dreimal ja und einmal nein. Eins, zwei, dreimal ja und einmal nein. Und schwache Beschmutzung. Dann gab es hier eins, zwei, drei und dann war es also insgesamt drei. War es einmal nein, zweimal nein, einmal ja. Und wenn es sauber ist, haben wir 1, 2 und 3. Und es ist zweimal ja und einmal nein. Okay, so in Guinea von Beschmutzung stark ist 1 minus 3 geteilt durch 4 Quadrat minus 1 geteilt durch 4 Quadrat. Und der Gini von Beschmutzung schwach ist 1 minus 1 geteilt durch 3 Quadrat minus 2 geteilt durch 3 Quadrat. Und der Gini von Beschmutzung sauber ist 1 minus 2 geteilt durch 3 Quadrat minus 1 geteilt durch 3 Quadrat. Okay? Wenn wir das machen, haben wir 1 minus 3 geteilt durch 4 Quadrat minus 0,25 Quadrat. 0,375 1 minus 1 geteilt durch 3 Quadrat minus 2 geteilt durch 3 Quadrat 0,44 oder 0,44. So, der Gini für die Beschmutzung ist, insgesamt sind es 10, also 4 geteilt durch 10 mal 0,375 plus 3 geteilt durch 10 mal 0,44 plus 4, sorry, 3 geteilt durch 10 mal 0,44. Okay, das ist der Gini von der Beschmutzung. Fragen? Okay. So, genauso läuft es für Gini sinnvolle Gespräche, Gini Fitnessniveau, Gini Mund und dann findet ihr den ersten Knoten und so weiter. Okay? So, derjenige, der die Lösung machen will, kann sich gerne bei mir melden, entweder in der nächsten Vorlesung oder per E-Mail. Okay? Und dann beantworte ich gerne, ob es richtig ist oder falsch. Gibt es Fragen?